Hallo und herzlich willkommen zum Halloween Special. Es hat sich etwas ganz klein weniges verändert. Ja, ich werde hier einfach, weil heute 31. Oktober ist, also Halloween, wenn ich hier einfach, da ist der Booster, wenn ich einfach 31 Schichten mit diesem Handy hier vorlesen. Es ist Bruder von meinem Handy, genau. Das Handy von meinem Bruder. Dann. Und es ladet. Menü, Internet. So, ich mache mal gerade bis Gruselgeschichten. Kinder, Jugendliche, Grusel und Schauriges. Am Lagerfeuer zu erzählen. Cut bis gleich. Die erste Geschichte von 31 zählt mit. Ich habe hier, glaube ich, einen Counter. Na, ich merke mir das. Oder bis gleich. Ich habe ja 31 Karten in der Hand und für jedes Mal vorlesen lege ich eine Wix. Also, es sind Geschichten von Kindern selbst geschrieben. Die erste Geschichte, Geisterstunde für Kürbisse. Es waren zwei Kinder namens David und Tim. Sie wollten schon immer in ein Vampirhaus, das am Ende der Stadt ist. An Halloween haben sie es ausprobiert. Dann sind sie reingegangen. Und der Vollmond schien durch das Loch in der Decke. Dann raschelte etwas. Plötzlich kam Nebel. Sie entdeckten ein Messer am Boden. Sie nahmen es mit und es war auch nützlich, um eine Fensterscheibe einzuschlagen. Mit einem Messer eine Fensterscheibe einschlagen, naja. Dann waren sie draußen. Dort waren Kürbisse, die leuchteten. Im Beet waren ganz schön. Den haben sie sich angeguckt. Dann hatte sich der Kürbis bewegt. Plötzlich fuhr er hoch und sagte, Buah. Sie rannten durch eine andere Fensterscheibe und schon waren tausende von Splittern im Anflug. Sie sind schnell nach Hause gegangen und haben noch einen schönen Abend gehabt. Der Kürbiskopf war noch im Garten und sagte, Menno, ich wollte doch nur einen Freund. So kann es manchen ergehen, die so. Gespensterkatze. So nennen wir das. Das heißt, eine Geschichte schon mal fertig. Bleiben nur noch 30. Ja. Eines Abends ging ich um 22 Uhr ins Bett. Ich hatte mit meinen Freunden Nora und Max Gruselgeschichten im Fern angeschaut. Im Bett konnte ich lange nicht einschlafen. Als ich gerade meinen Wecker schauen wollte, läutete die Kirchturmuhr 12 Mal. Es war Mitternacht. Plötzlich hörte ich etwas an meinem Zimmer zu kratzen. Gleichzeitig dachte ich, dass sich etwas in meinem Zimmer bewegte. Ich rief mich zur Besinnung. Ein Gespenst und solchen Quatsch. Glaubte ich nämlich nicht. Doch auf einmal hörte ich Geräusche, die sich wie Schreien anhörten. Und ich hatte das Gefühl, dass mich jemand auf meine rechte Schulter siebte. Ich fing an zu schreien. Auf einmal ging in meinem Zimmer das Licht an. Meine Eltern standen an der Tür. Ich richtete mich auf und fing plötzlich an zu lachen. Die Geräusche hatten nämlich meine Katze verursacht, die zufrieden schnurrend auf meinem Bauch lag. Aber zum Schluss habe ich das Richtige. So, es ist nächstes. Die Blutspinne. Ja, ich setze mich so hin. So, die Blutspinne. Es ist ziemlich lang. David war bei diesem Grafen, der sein Großonkel war. Er war schrecklich streng zu David. Und sein
und seiner kleinen Schwester Vera. David war 9 und Vera 5 Jahre alt. David würde Vera beschützen, das wusste er. Aber wie er diese Blutwurst essen sollte, war ihm ein Rätsel. David war Vegetarier. In der ersten Nacht war es sehr kühl und die Fensterläden klapperten, sodass David eine Gänsehaut den Rücken hinunterkroch. In der zweiten Nacht sah er eine dicke Spinne. Es machte ihn keine Sorgen. Es war nur eine Spinne. Doch in der Nacht, als alle schliefen, wachte Vera auf und wollte etwas trinken gehen. Da sah sie, als sie den Kühlschrank öffnete, Trillionen Spinnen mit blutroten Augen. Die Spinne, die David gesehen hatte, war mit ihrem Spinnenvolk auf der Suche nach dem alten Grafen, um ihn zu töten, sein Blut zu trinken und sein Fleisch zu essen. Wie gesagt, das haben Kinder geschrieben. Am nächsten Morgen lag Vera im Nachthemdchen in der Küche, umgeben von Spinnen. Eine von ihnen war die Königin und fraß Veras Herz. Blut lag in der Küche. Vera wurde von der Spinnenkönigin und ihrem Volk einfach gefressen. Und alle Organe waren weg. Vera war tot. David starb eine Woche später im Krankenhaus an einem Herzinfarkt. Der Graf lebte noch lange. Er war ein Vampir. Ja. Bisschen gruselig schon. Der Stein des Lebens. What the fuck? Das ist lang. Doch nicht. 12 Jahre. Ja, also Cut, das ist der erste Part. Dann nächsten Part kommt vielleicht morgen oder so. Vielleicht auch noch heute, keine Ahnung, aber ich glaube eher morgen. Also dann bis zum nächsten Mal. So, vielleicht werde ich es aufnehmen heute, vielleicht morgen. Aber ich will es so verteilt machen, dass heute und morgen, weil es wäre eigentlich genau um 12 Uhr Mitternacht ist Halloween. Also, schönes Halloween, feiert schön. Hoffentlich, wenn ihr geht, kommt ihr hoffentlich Süßigkeiten. Und wenn nicht, es gibt Streicher. Ihr könnt Eier werfen. Ihr könnt Klobapfel werfen. Sie wollen in der Stadt. Dann wäre das nicht so. Aber ja, dann. Cut und ciao.